Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell, Robert Kreis, hier bei uns heute Abend. Als wir uns vorhin kennenlernten und als Holländer duzen ja immer, natürlich, gerne. Ich nehme das sehr gerne an, da sagte ich, Mensch, du siehst ja auch wieder so schick aus. Und dann sagte er, na, das ist ja noch gar nicht das, was ich nachher anziehe. Das sah schon sensationell aus. Das war wahrscheinlich eher so seine Art Jogginganzug. Aber das ist ein sehr feines Tuch wieder. Wo ist das her? Ist das aus der Zeit? Kann ja, ich das auch haben? Ich bin so lange dabei. Also ich bin ein großer Trödel-Fan. Also wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann bin ich auf Trödelmärkte und in Antiquitäts- oder An- und Verkaufsgeschäfte. Und das mache ich schon so lange. Es ist so eine enorme Herausforderung, Sachen zu finden, die einfach nicht angesagt sind, aber trotzdem sehr schön sind. Ja. Ne? Man findet so viele schöne in Oxfam-Geschäfte zum Beispiel. Ich werde lachen. Das sind so, wo wir alle Leute Sachen hinbringen. Ja, also aus Nachlässe oder von Tante und Onkel, die bringen das weg. Da sind die schönsten Sachen dabei. Das hier zum Beispiel auch. Das kommt aus einem ganz normalen Zweiterhandsgeschäft in Berlin. Ich tue es an und denke, ich finde diese ganze Jacke nicht in ein modernes Geschäft. Da kann ich ganz Berlin kann ich suchen, wo ich wohne. Ich finde es nicht. Und das macht so einen Spaß und das ist so eine Herausforderung. Ich werde auf Flohmärkten, habe ich auch einen speziellen Namen. Wenn sie mich sehen, dann sagen sie immer, oh Gott, da ist er wieder, das Trüffelschwein. Und ja, so werde ich genannt. Ja. Ja, weil ich immer die Trüffel, ja, ja. Hast du dir verdient, ja, wahrscheinlich, ja, über die Jahrzehnte. Und das mache ich schon so lange. Ich bin auch so eingerichtet. Ich bin immer 20er Jahren eingerichtet, alles. Ich habe noch ein Telefon mit Wählscheiben. Ich habe nichts anderes. Und Thorsten guckt wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ob er dein Sternzeichen anhand erkennen kann. Was hast du gesagt? Ich bin übrigens Stier, da wollte ich mal sagen. Aber das ist kein Stier an der Jacke, oder? Salamander. Das ist was anderes. Das sind zwei Eidechsen, die trage ich immer als Maskotten. Ich bin in Indonesien geboren, in das vormalige Niederländisch-Indien. Das waren holländische Kolonien. Ich bin in Bandung geboren, auf Java. Und als kleiner Junge scheine ich, das weiß ich nicht mehr, mit 3, 4 Jahren in Kleidermachersitz für das Gebüsch gesessen zu haben. Und auf meinen Fingerkuppen hatte ich einen Tropf Milch von meiner Mutter bekommen. Hat da stundenlang gesessen, bis eine dieser Eidechsen, die damals natürlich da lebten, kam und das von meinen Finger getrunken hat. Und die Geschichte ist sehr, sehr schön. Ich weiß das nicht mehr, aber meine Mutter sagte, du hast da so lange gesessen, jeden Tag, dass nach 10, 12 Tagen nahm diese Eidechse, und deshalb sind zwei. Also nahm sein Frauchen mit, die wurde an mir vorgestellt und die hatte erst trinken lassen und der Rest nahm er. Wenn schon die Eidechsen Mitleid haben mit Robert Kreis, dann ist ja was Besonderes. Wir schauen kurz mal auf deine Bühne, auf dein Leben und machen gleich in aller Ausführlichkeit weiter. Hochwertes Publikum, nun sehen Sie mich mal an. Hochwertes Publikum, hier kommt ein schöner Mann. Und vor allem ein famoser Unterhalter. Geboren und aufgewachsen ist der Niederländer auf der indonesischen Insel Java. Seine Entertainer-Qualitäten entdeckt er als Steward auf einem Kreuzfahrtschiff. Wenn man sich küsst, das hat der Foxtrot gemacht. In der Nacht. Seitdem ist er ganz den goldenen 20ern verfallen. Eben jenes Jahrzehnt des wirtschaftlichen Aufschwungs und der hemmungslosen Vergnügungssucht. Freiheit, Freizügigkeit, keine Tabus. Stilecht mit Pomade und Monjou-Bärtchen transportiert Robert Kreis dieses Lebensgefühl in die Gegenwart. Deutlicher niederländischer Akzent, Lebensmittelpunkt Berlin, aufgewachsen Indonesien. Du hast mal gesagt, du hast als Kind nie gelacht. Warum eigentlich? Nee, ich bin mit 10 Jahren, ich bin auch übrigens Flüchtling. Also ich musste flüchten mit meiner Mutter und mit meinem Bruder. Es war damals mit den Rebellen, mit Sukarno und so. Die Holländer waren natürlich nicht mehr so geliebt in die Zeit, beliebt. Wir mussten fliehen aus Indonesien. Das habe ich alles erlebt mit einem großen Liniendampfer schnell weg und bin dann nach Den Haag gekommen, da gelandet in Holland. Vanaf mijn 10e levensjaar dan in Holland geleefd. En ja, daar is eigenlijk al zeer, zeer vroeg voor mij die interesse ontstanden. Vor allem Berlin der 20er Jahre. Das ist meine große Leidenschaft. Was in dieser Stadt los war in den 20er Jahren, das ist unglaublich. Komponisten, Schauspieler, Literaten, Maler, Bildhauer, alles, was da lebte. Das hat meine enorme Interesse gehabt immer. Und dann fing ich an, Material zu sammeln, also Literatur aus der Zeit. Ich habe da solche berühmte Schriftsteller wie Kästner und nenn sie alle auf, Tucholsky, die wunderbaren Walter Mehring, all diese wunderbaren Menschen.
Und dann Schellackplatten, diese alte 78er, das ist eine sehr große Leidenschaft von mir, diese zerbrechliche Platten. Mhm. Da sind auch herrliche Sachen drauf, vor allem die Schlager aus den 20er Jahren, die finde ich herrlich. Also sehr viel Erotik ist mit Berlin verbunden in den 20er Jahren. Sie haben das Gleiche gedacht und das Gleiche gemacht wie wir heutzutage, aber sie haben es anders verpackt. Ne? Also zum Beispiel ein herrlicher Schlager, ich bin so scharf auf Erika wie Kolumbus auf Amerika. Was so solche Sachen. Oder zum Beispiel, solche Dinge. Oder zum Beispiel, das finde ich auch so herrlich, da kennen Sie die Ilse nicht, wenn die nicht will, dann will sie nicht. Ne? Also, oder zum Beispiel, willst du was von der Else? Na, dann bestell sie. Wunderbar. Ja. Und dann möchte ich abschließen mit einem Foxtrot, die ich noch jahrelang suche. Also ich finde die auf Platte nicht, aber ich habe auf einmal den Titel gelesen, irgendwo in ein Vokabular von alten, neu erschienenen Schellackplatten damals. Und da stand darin, pump mir dein Gesicht, ich will die Großmama erschrecken. Solche Sachen. Das finde ich solche herrliche Titel. Und wenn man sich damit beschäftigt und zum Beispiel das auf der Bühne bringt, ich habe immer das große Glück gehabt und das Privileg, muss ich sagen, ich habe immer gemacht, was ich selber wollte. Ich habe nie teilnehmen müssen an Mainstreams oder an Entwicklungen, das musst du machen und das musst du machen. Ich konnte immer machen in die 42 Jahren, dass ich auf der Bühne bin. Also, was ich selber toll fand und wovon ich überzeugt war, Mensch, das muss eigentlich auf der Bühne, das muss ins Rampenlicht. Mhm. Das muss so sein, ja. Und das darf nicht verloren gehen und vermodern und vergammeln in Archiven. Und wenn niemand mehr was damit macht, das muss auf der Bühne, damit auch junge Leute, und die kommen auch zu mir sehr viel, junge Leute erfahren, mein Gott, das haben sie damals auf der Bühne gebracht. Und das macht so einen Spaß, das ist eine enorme schöne Aufgabe. Bettina hat sich insbesondere heute Abend gewünscht, dass du ans Klavier gehst. Den Wunsch kannst du ihr, glaube ich, als Gentleman nicht verwehren, oder? Mach ich gerne. Magst du uns was spielen? Ja, ich mache was jetzt aus meinem heutigen Programm, Manche mögen es Kreis. Und ich habe das genommen, die Titel. Ne? Manche mögen es heiß, kennt ihr. Ich habe gesagt, manche mögen es Kreis. Ne? Some like it circle. Some like it hot. Ja. Und jetzt bereite ich mein neues Programm vor, Deutschlandpremiere in Bonn, im Kontrakreistheater, Ende August bis halber September. 3 Wochen bin ich da. Aber da freue ich mich sehr, das wird heißen Großstadtfieber. Und damit kriege ich richtig tauchig in Berlin hinein, auch in den dunklen Spelunken und Kaschemmen und dann damals, was alles erotisch los war. Sind herrliche Sachen, zum Beispiel ein Vortragsbuch, was ich neulich fand, mit Sachen drin, zum Beispiel aus 29, wo der Mann im Hafen der Ehe eingelotst wurde, vermutete er nicht, dass ein Kriegsschiff auf ihm wartet. solche herrliche Sachen. Diese Zeit ist einfach hochaktuell geblieben. Das hat nichts mit Nostalgie zu tun, ihr Lieben. Und jetzt gehe ich am Geflügel und singe ein Foxtrot von Kurt Schwabach und von Will Meisel aus 1929. Also Kinder, das hat nichts mit Nostalgie zu tun. Ist alles hochaktuell. An einem frühen Morgen, da klingelt's an der Tür. Ich dachte, es wäre der Bäcker, es war der Gerichtsvollzieher. Er suchte in der Wohnung und sprach nach kurzer Zeit: Hier haben Sie 1.000 Euro, Sie tun mir schrecklich leid. Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist wundervoll, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt, oder? Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist wundervoll. Finde so etwas direkt liegt. Man freut sich noch und noch, denn man ist schließlich doch mal wieder gut gelaunt und ruft erstaunt. Isn't it wonderful, folks? That's wonderful, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt, oder? Zweite Strophe. Da war mal ein Professor, der sagte: Herr Patient, mit Ihnen wird's nicht besser, bald kommt Ihr Happy End. Dann traf ich ihn nach Jahren, er schrie voll Ärger rot: Sie sind bloß falsch behandelt, für mich sind Sie längst tot.
Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist wundervoll, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt, oder? Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist wundervoll. Finde so etwas direkt geliebt, nicht? Man freut sich noch und noch, denn man ist schließlich doch mal wieder gut gelaunt und ruft erstaunt. Isn't it wonderful, folks? That's wonderful, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt. Dritte Strophe. Es war um Mitternacht, mein Gott, es war 3:30. Da hab ich mich erschrocken, da kam ein Dieb zu mir. Ich knipste schnell das Licht an. Halt, rief ich, kein Schritt. Was suchst du da? Geld, rief er. Ich sag, wart. Ich suche mit. Ist das nicht wundervoll? That's wonderful, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt. Isn't it wonderful? That's wonderful. Finde so etwas, was direkt geliebt. Man freut sich noch und noch, denn man ist schließlich doch mal wieder gut gelaunt und ruft erstaunt. Isn't it wonderful, folks? That's wonderful, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt. Jetzt kommt die Finale, nicht? Bei Ditchen und bei Bommers trete ich auf, das ist ja toll. Publikum ist auch da, es ist gerappelt voll. Sie können sich nicht denken, wie der Produzent nun strahlt. Es waren nämlich zwei dabei, die haben auch bezahlt. Ist das nicht wundervoll? That's wonderful, das ist in unserer Zeit. Das ist in unserer Zeit. Das ist in unserer Zeit. Noch sowas gibt. Schön, mit euch allen hier zu sein. Mensch, Mensch, ist das toll. Was heißt hier toll? Also, Tietje, also ich sage es, Bettin und Alexander. Einfach wundervoll. Ja. Stimmt es wirklich, dass du schon 7.300 Auftritte hinter dir hast? Ja. Das ist ja, das heißt ja, du stehst praktisch jeden Abend irgendwo auf der Bühne. Na, jetzt ist es weniger geworden. Ich bin natürlich ein bisschen älter geworden. Nee. Man sieht es ja nicht. 33 in Euro bin ich. Habt ihr es allen, Jungs? Ja, ja, verstanden. Aber das hält auch jung. Guck mal, Mario noch. Es hält einfach jung, diesen Beruf. Guck mal, sie sieht zeitlos aus. Kind in Frau. Guck, wie schön sie aussieht. Jung. Kind in Frau. Was ist da? Ja. Schönes Kompliment, oder? Ich finde das so schön. Ich finde, sie ist noch so lange dabei. Ich finde das beeindruckend. Und das geht, irgendwo geht das Alter geht an uns vorbei. Und irgendwo. Sie macht nicht 7.300 Auftritte im Jahr wie du. Nein, no, das weiß ich nicht. Vielleicht 7.300 Drehtage. Das kann auch. Aber wisst ihr, es hält jung. Es hält, um ein Publikum zu amüsieren. Und einfach Leute unbeschwert lachen zu lassen, mit Niveau, ohne ordinär. Ich hasse ordinäre Sachen und vulgär. Mhm. Das finde ich, habe ich nie was gefunden. Unter der Gürtellinie und so. Das ist nicht, du kannst frivol sein, du kannst kernig sein, ja, und du kannst pikant sein und so. Aber ich finde ordinär find ich nicht schön. Aber sag mal, stimmt es nicht, dass dein Vater damals so eine Angst davor hatte, dass irgendwann dein erstes Lachen kommt, dass er dich immer abends, wenn er Geschäfte gemacht hat, rausgeschickt hat? Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Weil du dich blamierst, oder? Also schön, dass du darauf eingehst. Also ich habe bis mein 6. Lebensjahr, das weiß ich nicht, das hat meine Mutter mir erzählt, nie gelacht, nie. Furchtbar. Ich habe nichts. Kann man sich gar nicht vorstellen. Auch mit Kindern nicht. Ich habe immer mit den Kindern. Und ich habe vor allem einen fürchterlichen Charakterzug als Kind gehabt, wenn jemand eine Unebenheit hatte in sein Gesicht, ne? Also etwas, was auffiel, eine kleine Warze oder etwas, was unregelmäßig war, dann habe ich sofort. Ja, und da muss ich mal eine schöne Geschichte erzählen. Mein Vater hat nie gesagt, Robby. Er hat ihm gesagt, wo ist das älteste Kind? Und ich hatte noch einen Bruder, ne, Freddy, der war ein Jahr jünger. Immer Fonny, meine Mutter hieß Yvonne. Fonny, wo ist das älteste Kind? Und dann hat meine Mutter gesagt, der ist irgendwo im Garten. Also, denk darum, ich sagte, ich habe heute Abend eine ganz wichtige geschäftliche Besprechung. Mein Vater war Meisterfriseur und hatte auf der Insel Java 12 große Damenfrisiersalons. Weißt du? Auch ein Künstler, mein Vater. Wunderbar. Übrigens, er hat in 1951 Evita Peron
frisiert. Das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Die kamen auf Staatsbesuch in Indonesien und er war so berühmt, mein Vater, und beliebt, dass er in ihre Suite eingeladen wurde, um ihren Haaren zu machen für ein Staatsbankettabend. Das ist auch herrlich. Das ist ja eine Ehre. Mein Vater war auch ein Verrückter. Bijvoorbeeld, ik had een dikke tante, tante Jolly, die was dik, maar bildschön. En wanneer tante Jolly door zijn garten lief, dan had mijn vader hem gezegd wat ze zo dik was. Ach, Jolly, is dat alles voor mij? Dat was haar zo'n zin. Herrlich. Lachen. Wann hast du denn angefangen zu lachen dann? Nee, pass auf. Und dann habe ich dann, das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm, ja. Dann kam diese, also da kommt die Familie Wolf mit seiner Frau, Herr Wolf kommt mit seiner Frau und Fonny. Das Kind muss, das älteste Kind muss sofort um 6:30 sofort ins Bett. Er kommt um 7:00. Das älteste Kind darf ihn nicht sehen. Da hat meine Mutter gesagt, warum nicht? Das hat der hat eine gigantische Hakennase. Wenn das älteste Kind das sieht, dann sind wir verloren. Dann geht mein Geschäft geht den Bach runter. Tu das Kind bloß weg. So. Nun war ich um 6:30 ins Bett gebracht. Meine Mutter war schon nervös. Ich war so nervös. Und früher gab es noch Bediensteten in tropischen Ländern, die brachten den Kaffee. Und auf einmal, sagt meine Mutter, standst du wie ein Albtraum mitten in diese Runde, aus deinem Bett gekommen und auf einmal mein Vater, pass auf, tu das Kind weg. Tu das älteste Kind, Fanny, tu das Kind weg. Meine Mutter, ja, Frau Wolf, was soll ich machen? Tu das Kind weg. Und der Kaffee wurde serviert und meine Mutter wollte etwas anreichen an ihm und sagt zu diesem Herr Wolf, sagt sie, wollen Sie Zucker in Ihre Nase? Das ganze Geschäft versaut. Und meine Mutter erzählte, Papi hat 4 Tage nicht mit mir gesprochen. Und da haben Sie gelacht. Ja, und dann nach meinem 6. fing das an. Ja. Oh, es war der Durchbruch. Herrlich. Ja. Man könnte schon lachen. Ich wollte noch kurz fragen, hattest du denn auch einen Namen oder hieß du immer das älteste? Nee, mein Vater hat nie gesagt, Robby, wo ist das älteste Kind? Ja? Immer das älteste Kind, hat er gesagt. Ja. Aber er war auch ein Typ. Auch. Zum Beispiel, wenn er einen Kunde hat, die noch nicht so schön war, eine Frau, die nicht schön aussah, die einfach nicht schön war. Ja? Das kommt vor. Dann hat mein Vater doch versucht, was aus dieser Frau zu machen mit den Haaren. Ja. Und er stand an der Tür und gesagt, gnädige Frau. Er kam aus Wien, mein Vater ist in Wien geboren und erwachsen geworden in Budapest. Das war damals K&K, Kaiser im Königreich. Und er hatte so ein bisschen Wiener Schmäh, mein Vater. Immer, gnädige Frau, auf Wiedersehen. Ja, Sie sehen wunderbar aus. Sie haben ein bisschen ovales Gesicht, hat er gesagt. Aber ich habe die Haare so drapiert, dass Ihr Gesicht länger wird. Das steht Ihnen besser. Und dann drehte sich um und sagte zu meiner Mutter, ich konnte nichts als hässlicher Mensch machen. Das ist solche Dinge. Ne? So, wunderbar. Also, wir können, wie gesagt, die unendlich viele Geschichten. Man muss sich halt dein Programm angucken, wenn man mehr wissen möchte. Ja, gerne. Robert Kreis, machen wir den nächsten Ausflug. Komm, alle. Danke.